Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier im Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg zu einer partizipativen Wissenschaftsshow begrüßen zum Thema Alle senden, wer empfängt? Meinungsbildung in der Online-Welt zwischen Selbstdarstellung und Diskurs. Das ist ein Novum, das hatten wir hier im Kolleg noch nicht. Und wir sind alle schon sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich möchte von Seiten des Hauses zu Beginn nur ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, in welchem Rahmen diese Wissenschaftsshow heute Abend hier stattfindet. Sie alle haben sicherlich schon gesehen, dass wir seit Montag dieser Woche offiziell eröffnet am Mittwochabend hier eine Ausstellung im Haus zeigen, im Erdgeschossbereich des Krupp-Kollegs, und zwar die Ausstellung Ideen 2020, ein Rundgang durch die Welt von morgen, in der Sie sich ja, über wissenschaftliche Entwicklungen, Projekte informieren können, die möglicherweise unsere Welt schon sehr bald bestimmen werden. Diese Ausstellung ist organisiert und konzipiert von der Helmholtz-Gemeinschaft und wir sind sehr froh, dass wir zum ersten Mal in dieser Kooperation diese Ausstellung hier im Kolleg zeigen können. Wir hatten heute schon einen ganz wunderbaren Familien-Samstag hier im Kolleg, auch mit einem Haus der kleinen Forscher. Es waren mehrere hundert Besucher im Kolleg, darunter viele ganz junge Leute, die sich mit Strom, Licht, magnetischen Kräften und ähnlichen Dingen auseinandersetzen konnten und unseren Seminarraum zwischenzeitlich ja, regelrecht auf den Kopf gestellt haben. Das war ganz wunderbar und wenn ich mich heute jetzt recht umsehe, dann sind wir, glaube ich, annähernd jetzt schon bei 1000 Besuchern in der ersten Woche dieser Ausstellung. Ich glaube, das spricht für die Konzeption und an der Stelle möchte ich ganz herzlich Frau Dr. Susanne Beetz von der Helmholtz-Gemeinschaft dafür danken, nicht nur, dass sie dieses Projekt an uns herangetragen hat, sondern dass sie es jetzt auch hier in dieser Zeit doch mit ja, einem auch erheblichen Reiseaufwand und viel Engagement begleitet und auch heute Abend als Moderatorin der Wissenschaftsshow zur Verfügung stehen wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Ausstellung hier im Haus noch in der nächsten Woche zu sehen ist. Sie haben also noch Gelegenheit, sich die einzelnen Stelen genauer anzuschauen und über diese Projekte, die dort dargestellt werden, zu informieren. Ich möchte in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass wir noch 4 Abendvorträge in der nächsten Woche im Kolleg haben, und zwar von Montag bis Donnerstag. Das ist nochmal eine reichhaltige Programmwoche im Kolleg. Dann ist aber auch tatsächlich erst einmal Schluss. Sie haben vielleicht auch gemerkt, wir hatten in der letzten Zeit doch relativ viel hier im Kolleg und wir sind vielleicht dann alle auch froh, wenn wir allmählich in die Weihnachtspause gehen können. Nutzen Sie aber die Gelegenheit in der nächsten Woche. Flyer und Informationsmaterialien finden Sie vorne im Eingangsbereich. Ja, jetzt möchte ich noch ganz schnell ein paar Worte des Dankes loswerden. Wir wollen uns ja heute Abend mit der digitalen Revolution der Gesellschaft auseinandersetzen und die Referenten des heutigen Abends sind Frau Magdalena Taube, Chefredakteurin der Netzzeitung Berliner Gazette und der Professor Dr. Patrick Donges, hier in Greifswald an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Professor für Kommunikationswissenschaft. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie den heutigen Abend hier mit uns gestalten werden. Ich habe selber auch schon so einen Pointer bekommen und weiß also auch, dass wir kräftig mitmachen dürfen und das werde ich dann auch gleich hoffentlich tun können. Es sei nochmal Frau Beetz und auch Herrn Tobias Hülswirt für die Moderation des Abends gedankt und Herrn Gunter Kreis für die Regie des heutigen Abends. Ihnen allen, die Sie heute Abend gekommen sind, vielen Dank und ich denke, wir dürfen jetzt auf einen partizipativen Abend gespannt sein. Ja, ganz vielen Dank. Dann fange ich mit den Dankesworten, gehe ich gleich weiter. Vielen Dank an Sie und an das Kolleg, dass wir hier sein dürfen, zum einen mit der Ausstellung, zum anderen mit dieser Veranstaltung und an Ihrem reichhaltigen Programm sind wir ja auch nicht ganz unschuldig, aber vielleicht mit diesem Format ja auch mal was anderes. Jetzt auch hier zu Ihnen bringen, vielleicht wird das ja auch ganz spannend und wir sehen uns irgendwann wieder, würde mich freuen. Jedenfalls, ja, diese Idee zu dieser Veranstaltung ist uns gekommen, weil dieses Jahr das Wissenschaftsjahr die digitale Gesellschaft ist und da passt das Format natürlich wunderbar auch zu diesem Thema. Und ich will auch gar nicht viele Worte verlieren, sondern direkt an Tobias Hülswirt weitergeben, der Sie jetzt gleich einweisen wird, was Sie mit diesen kleinen Teilen unternehmen können. Ich selber bin eher, moderiere eher in der Online-Welt. Also ich werde twittern und das Offline wird dann Herr Hülswirt übernehmen. Vielen Dank. Genau, wir haben die Online- und die Offline-Welt sprachlich erfunden, du glaube ich, und dann auch noch untereinander aufgeteilt. So, Mikrofon nicht zu hoch halten, muss ich mir einschärfen. Zunächst, Sie haben alle so einen Laserpointer bekommen. Wozu brauchen Sie den? Mein Name, jetzt bin ich schon durcheinander ganz am Anfang, mein Name ist Tobias Hülswirt und das ist Gunter Kreis. Nochmal herzlich willkommen auch von uns. Wir haben im Vorfeld Interviews geführt zum Thema digitale Revolution und haben aus diesen ca. 35 Interviews kleine Clips geschnitten, die schlaglichtartig bestimmte Aspekte der digitalen Revolution beleuchten. Diese Clips werden hier gleich auf der Leinwand laufen.
Aber um auszuwählen, welchen davon Sie sehen möchten, brauchen Sie diese kleinen Laserpointer. Und zwar spielen wir den ab, auf den Sie mehrheitlich, auswählen. Wenn Sie also den hier oben sehen wollen, dann lasern Sie auf den, den in der Mitte hier hin und den da unten dahin. Das ist eigentlich ganz einfach, aber es gibt ein Problem dabei. Wenn Sie jetzt alle nach vorne lasern, wissen Sie nicht, welches Ihr Punkt ist. Und deshalb machen wir eine ganz kleine Übung. Lasern Sie doch mal bitte direkt über sich an die Decke. Und der Punkt, dessen Bewegung mit dem Ihrer Hand korreliert, das ist Ihr Punkt. Mit größter Wahrscheinlichkeit. Es sei denn, Ihr Nachbar macht exakt das Gleiche. So, wir treffen uns alle mal zusammen bei dem obersten Clip hier, Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung. Ja, das geht doch fantastisch. So, so gut hat es noch kein Publikum geschafft. Und jetzt ganz hier unten, Geschichte des Internets. Einmal alle runter. Das Mikrofon hier, jawohl, wunderbar. Jetzt gehen wir einmal ganz... Eigentlich scheint ein ganz schönes Problem zu haben. Hier rüber. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist der Publikumslink. Das Publikum, der Publikumslink, das bedeutet, wenn Sie etwas sagen möchten, dann heben Sie einfach die Hand und Sie kriegen ein Mikrofon gereicht und werden hier sozusagen aktiviert und sind dann für das Publikum wählbar. Sie können also auswählen zwischen den Clips oder zwischen einem Beitrag aus dem Publikum. Wenn Frau Taube etwas sagen möchte, dann schaltet sie dieses Licht hier an und ist dann hier wählbar. Wenn Professor, ach das ist Professor Donges, das ist nicht der Publikumslink. Wenn er was sagen möchte, dann schaltet das Licht an, ist hier wählbar. Und wenn Sie etwas sagen wollen, geht dieses Licht da drüben an und dann können Sie den Beitrag aus dem Publikum hier wählen. Eine Sache ist ganz wichtig, diese Laser haben eine gewisse Sicherheitsstufe, aber sicher ist sicher, lasern Sie bitte niemanden ins Gesicht. Wenn das passiert, muss ich die Veranstaltung kurz unterbrechen, auch wegen der Sicherheit. Sie können, wenn Sie nicht gerne reden wollen, uns eine SMS schicken an diese Nummer. Die SMS läuft dann hier auch in die Veranstaltung ein. Oder Sie schicken einen Tweet hier an diesen Hashtag. Ich möchte Sie hier mit ermuntern, lebhaft mitzumachen, denn ich werde praktisch inhaltlich überhaupt nicht moderieren, sondern fungiere nur so als Zeremonienmeister und bitte Sie zu wählen. Und alles, was heute Abend an Themen behandelt wird, kommt aus den Clips, kommt von unseren beiden Experten und von Ihnen. Wenn Ihnen also irgendwas fehlt oder was durch den Kopf geht, dann melden Sie sich sofort, hauen Sie es raus, denn die 90 Minuten, die das dauert, die gehen sehr schnell herum. Und am Ende ist man traurig, wenn man nichts gesagt hat. So viel zu den Spielregeln. Es gibt einen Zeitbegrenzungston bei etwa 3 Minuten. Wenn Sie so lange geredet haben, weil die Clips auch nicht länger sind, dann kommt dieser sehr dezente Gong und gemahnt Sie daran, zum Ende zu kommen, damit der Rhythmus der Show in etwa gewahrt bleibt. Zur digitalen Revolution ist gerade schon das Wichtigste gesagt worden. Ich auch noch mal ganz kurz dazu, Sie erfasst, das haben wir in den 35 Interviews gelernt, tatsächlich alle Gesellschafts- und Lebensbereiche, die Wissenschaft, die Wirtschaft. Und wenn ich jetzt keine Beispiele nenne, dann ist es, weil wenn man irgendwo anfängt und wirklich nicht mehr weiß, wo man aufhören soll, die Bildung, den Verkehr, die Medizin, Partnersuche, Jobsuche, einfach alles. Vielleicht steht dahinter eine Sache, und das ist die Kommunikation, die sich durch Internet und mobile Endgeräte massivst verändert. Wir alle werden tatsächlich zu potenziellen Sendern. Das verändert die politische Öffentlichkeit, das verändert die Politik selber, das verändert den Journalismus. Zum Beispiel, was macht man mit den Rücklaufkanälen? Jeder kann irgendwie teilhaben am Journalismus, kann teilhaben an politischer Meinungsbildung und so weiter. Wie baut man das ein? Was sind da sinnvolle Prozesse? Verknüpft daran sind natürlich auch Fragen der Identität. Technische, wie kann man eine sichere Identität im Netz herstellen, dabei gleichzeitig anonym bleiben beispielsweise, aber auch psychologische, wer bin ich eigentlich mit sozusagen multiplen virtuellen Identitäten? Bin ich jetzt mein Facebook-Profil oder mein Xing-Profil oder bin ich der, der zu Hause analog geahnt ist? Was ist das Verhältnis zu meinen Avataren oder zu den Avataren anderer Leute und viele Fragen mehr. Die werden unsere beiden wunderbaren Experten gleich besprechen, mit Ihnen und mit den Clips. Und die bitte ich hier auf die Bühne. Magdalena Taube und Professor Patrick Donges. Herzlich willkommen. Ja, eigentlich Ladies first, aber ich beginne aus dramaturgischen Gründen doch einmal mit Ihnen, Herr Professor Donges. Susanne hat es schon gesagt, Professor Donges ist seit 2009 Professor für Kommunikationswissenschaften hier an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
in Greifswald. Er ist studierter Journalist und Politikwissenschaftler. Und bei ihm geht es in seinen Arbeitsschwerpunkten um die Veränderungen der politischen Kommunikation und durch die digitalen Medien und die Folgen dieser Veränderungen. Wir fangen mal mit einer ganz großen allgemeinen Frage an. Wie würden Sie denn die nächste Zukunft der politischen Kommunikation, der politischen Öffentlichkeit, vielleicht sogar der Demokratie skizzieren in 2 bis 3? Ja, schön, dass es nicht kleiner geht. Ich sehe schon, wir wollen den Ton gleich hören. Also zur Frage, alle senden, wer empfängt. Ich mache in meiner Einführungsvorlesung in die Kommunikationswissenschaft immer Folgendes. Ich mache in meiner Einführungsvorlesung in die Kommunikationswissenschaft immer Folgendes, dass ich ein Brecht-Zitat nehme aus der Radiotheorie, wo Brecht gesagt hat, das Radio ist das vollkommenste Medium oder der Rundfunk, wie er damals sagte, wenn es nur gelingt, dass eben nicht alle nur senden, sondern eben auch alle, nicht alle nur empfangen, sondern alle eben auch senden können. Und da verändere ich einfach das Wort Rundfunk und setze dafür Internet ein. Und das glauben die Studierenden auch meist nicht, weil dann fällt ihnen was auf. Nein, sieht eigentlich ganz plausibel aus. Und dann kommt dann die Auflösung, ersetze Internet durch Rundfunk. Und dann sieht man, dass wir bei jedem neuen Medium, was wir haben, immer sehr großartige Erwartungen haben, was sich durch dieses Medium alles verändert. Und so war das auch bei Einführung des Internets, bei der Online-Kommunikation, sehr große Erwartungen daran, dass sich Demokratie, dass sich politische Institutionen, die Art und Weise der politischen Meinungsbildung fundamental verändern werden. Da hat es eine ganze Reihe ja von Arbeiten zugegeben. Und dann ist man vorsichtiger geworden, dann hat man gedacht, ja gut, es finden immer noch Bundestagswahlen auf Papier statt. Die Meinungsbildung, Zeitung gibt es immer noch, die Tagesschau ist immer noch die wichtigste Informationsquelle für politische Nachrichten in Deutschland. Möglicherweise doch kein bahnbrechender Umbruch und man hat gesagt, gut, aber das Internet hilft doch zumindest nicht etablierten Organisationen beispielsweise mehr ins politische Zentrum vorzudrängen. Also so eine Art Ausgleichsthese sagen wir dazu. Also Internet, digitale Kommunikation hilft den nicht so etablierten politischen Interessen. Dann haben uns aber Studien gezeigt, wenn man sich, das machen wir in einem Forschungsprojekt hier im Rahmen einer DFG-Forschergruppe, wenn man sich beispielsweise Webseiten ansieht oder Facebook-Posts von politischen Organisationen, da haben wir eigentlich erwartet, gut, diese kleinen Organisationen, die so am Rande stehen, die nicht etablierten, die jüngeren Organisationen, die machen da mehr. Stimmt nicht, sondern es sind die großen, etablierten Organisationen, das heißt, wer über Relevanz in der Offline-Welt verfügt, der verfügt auch über Relevanz in der Online-Welt. Wir haben dann nur gesehen, dass die kleinen Organisationen, die weniger peripheren, eine Besonderheit haben, und zwar, sie vernetzen sich stärker mit anderen, beispielsweise über Facebook, und nutzen Facebook, Social Media weniger zu einer reinen Selbstdarstellung, sondern mehr zu so einer Vernetzung untereinander. Und das scheint mir auch das zu sein, wo sich Demokratie, wo sich politische Interessenvermittlung verändern wird, dass es hier zu einer Art Vernetzung, vor allen Dingen von Individuen, wahrscheinlich weniger von Organisationen kommt, von Individuen, die etwas zur Sprache bringen, was vorher eben nicht da war. Dass also neue Themen, neue Ansichten auch auf die politische Agenda kommen können. Ich erwarte keinen fundamentalen Wandel des Politischen. Wie gesagt, die wichtigsten Informationsmedien sind immer noch Tagesschau auf ARD und heute im ZDF. Dann kommt das Gespräch mit Freunden, also diese Gespräche über Politik, die heute zum Teil auch online stattfinden. Dann kommen andere Informationsmedien, die Tageszeitung beispielsweise. Dann kommt irgendwann auch das Internet. Das Internet ist nicht erfunden worden für die politische Kommunikation. Das ist ein Nebenprodukt des Ganzen. Also die meisten, die digitale Medien nutzen, nutzen sie, um sich mit anderen zu vernetzen, nutzen sie aus Unterhaltungsgründen. Jetzt dürfen Sie aber nicht alles sagen, was später noch in den Tipps kommt. Das war jetzt noch nicht der Wurm. Gut. Ich kann mich
Professor Dobbins, dämpft also die Erwartungen. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal die Tagesschau überhaupt geschaut habe oder auf welches Programm die nochmal läuft. Also, ist der andere Sender? Wir kommen aber gleich nochmal. Oder auf Facebook. Und wo lief die Tagesschau? Auf Facebook. Magdalena Taube hat 2007 bis 2009 dumachst.de betreut, das Portal des Aktionsprogramms für mehr Jugendbeteiligung des Bundesfamilienministeriums als Online-Journalistin. Seit 2009 ist sie Chefredakteurin der Berliner Gazette. Die Berliner Gazette, das ist eine Online-Zeitung, die sich mit Netzthemen beschäftigt, aber nicht nur mit Netzthemen, auch mit anderen, aber dann immer auch die besondere Verbindung mit der digitalen Revolution berücksichtigt, wenn es keine genuinen Netzthemen sind. Ganz interessant bei der Berliner Gazette ist, dass sie sehr viele Offline-Weltveranstaltungen hat, habe ich jetzt hier stehen, Symposien, Konferenzen aller Art und sozusagen in einer ständigen Feedback-Schleife sich bewegt zwischen Austausch in der analogen Welt, das aufnimmt, digital wieder verarbeitet und wieder zurückgibt in die Konferenzen und so weiter. Herr Donges hat das alles jetzt ein bisschen, hat die Erwartungen gedämpft, aber ich frage mich, diese sogenannten Digital Natives, wenn es die gibt, werden die nicht einfach aufgrund einer anderen Sozialisation das Ganze nochmal nach vorne pushen und eben sowas vielleicht wie Fernsehen und Radio, so einfache Kanäle, die nicht plattformübergreifend sind, gar nicht mehr richtig wahrnehmen? Ist möglich? Ja. Kann man mich gut hören? Ja. Abstand ist gut? Okay. Ich weiß nicht, ob die Frage so spannend ist wie die Digital Natives, falls es sie gibt. Es ist mal noch eine spannende Frage herauszufinden, ob es wirklich eine neue Generation gibt, die anders sozialisiert wurde als Generationen bisher, weil sie halt mit der Technik aufgewachsen sind. Ich glaube daran, dass es so eine Generation gibt und es gibt auch verschiedene Studien, die darauf hinweisen. Spannend ist zu sehen, wie sich so etwas wie Journalismus in Zukunft entwickeln wird und wie Digital Natives mit dem Journalismus in Berührung kommen. Was Herr Donges gerade gesagt hat, war ja spannend, dass Tagesschau und andere etablierte Medien nach wie vor Hauptinformationsquelle sind für politische Kommunikation, wenn ich es richtig verstehe. Wo ja ein großer Wandel stattfindet, ist überhaupt, wie viel Fernsehen geschaut wird, wie viel Internet sozusagen rezipiert wird und was man dort eigentlich so macht. Also ich meine, bestimmte Tätigkeiten wie Chatten in WhatsApp 3 Stunden am Tag, die gab es ja vielleicht einfach vor 20 Jahren noch nicht oder vor 10 Jahren noch nicht mal. Und ich glaube, da verändert sich einfach wahnsinnig viel in der Kommunikationskultur. Nicht jemand, der sagt, es ist alles schlecht. Ich glaube, vor 2 Tagen ging so ein Post auf Facebook viral, wo 10 Jugendliche sitzen vor einem total schönen Gemälde von Rembrandt und was machen die? Gucken alle ins Smartphone. Ging natürlich sofort die Hasswelle los im Netz. Ah, diese Jugendlichen, die sitzen vor dem schönsten Kunstwerk aller Zeiten und chatten wahrscheinlich dann auch noch miteinander und reden nicht mal mehr miteinander. Und ich bin immer weit davon entfernt, das so negativ zu sehen, sondern wir schauen, was sind denn eigentlich die Potenziale? Und ich meine, ja, vielleicht ist halt einfach für einen 13-Jährigen so ein Kunstwerk nicht so spannend wie der Flirt mit der Nachbarin, die ich mich sonst nicht traue anzusprechen. Also immer die positiven Seiten auch versuchen zu sehen und was man eigentlich rausnehmen kann, weil das Internet an sich, dass das ein starkes Tool ist, ein starkes Instrument, ein Instrument für Selbstermächtigung, haben wir, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren gesehen. Man darf nicht irgendwie das mit Scheuklappen sehen und nicht zu euphorisch, aber wir müssen daran arbeiten, dass auch die nächste Generation das nutzen kann und vor allen Dingen, dass es nicht total kaputt ist durch Überwachung und Konzerne. Und abgeschaffte Netzneutralität, genau, wie es jetzt gerade wieder im Schwang ist. Die Wahrheit ist natürlich auf dem Foto, was Sie gerade erwähnt haben, da haben die Kids alle sich auf Wikipedia informiert über das Gemälde, wie das später bekannt wurde. Genau. Alle senden. Ja. Viel Vergnügen, ich bin in ca. 70 Minuten wieder hier und ab jetzt gehört die Veranstaltung Ihnen. Bitte schön. Zur Auswahl
stehen die Tipps alle senden mit Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung. Der Kapitalismus des Sozialen, eine US-amerikanische Hackerin. Und die Geschichte des Internet, ein universitärer Hacker aus Saarbrücken von der Universität und gewählt ist Kapitalismus des Sozialen. Ich glaube, der Clip läuft zum ersten Mal. If you look at the history of capitalism from the really starting in the 15th and 16th century, you know, you look at the merchants in Venice and you look at the Hanseatic League. First you see mercantilism, which is basically the capitalism of space as banks and as capital as a structure exploits space. And then you get the Industrial Revolution, and what the Industrial Revolution was, as much as anything else, was the capitalism of time. So this is the structure where all of a sudden we're exploiting time and, you know, using efficiency and centralization of labor and all of these other structures to produce in a more, you know, regularized and predictable way. After the Second World War, you start seeing two switches. You see a switch to a capitalization of culture as we see mass media start to become more and more of a thing. All of these boundaries are fuzzy, obviously, you know. But with the, you know, with the rise of the movie industry, with the rise of the cultural industries, that's a capitalization of culture. And you also see the financialization of capital starting a little bit later in the 70s, as instead of exploiting space or time or culture to make money, I exploit money directly to make more money. So what we're seeing right now is a capitalization of sociality, of the way that we interact with each other. As the internet and digital technology in general take on more aspects of the way that we socialize, those activities become legible to capital, and thus they become things which get exploited. You know, this is everything from like advertising on Facebook and that kind of thing to really obvious stuff like clout. Clout is a service where if you sign up, or even if you don't, they rate your social network impact, your social network clout. And on the basis of that number, if you have a very high clout score, they try to introduce you to advertisers who will give you money, give you free things, whatever, possibly for mentioning their products or doing whatever, or in the hope that you might mention their products. So it's this very direct kind of obvious capitalization. So, das war vielleicht ein etwas komplexer Einstieg, aber wir haben den Clip mal mit reingenommen, weil er doch vielleicht zeigt, wie der Umstand, dass wir alle senden, auch den Kapitalismus an sich verändert. Ganz oben noch einmal, alle senden, Dirk von Gehlen, in der Mitte Marina Weißband, der virtuelle Marktplatz und die Zukunft der Demokratie, und ganz unten Michael Backes, ein Informatiker über die Geschichte des Internet, wozu es einmal gedacht war und was daraus geworden ist. Beim virtuellen Marktplatz geht es schon in die Wolke Teilhabe. Bitte wählen Sie jetzt. Und Sie wählen? Virtueller Marktplatz ist am agilsten, aber ich glaube, alle sind es gewählt. Das ist schon ein Täuschungsversuch. Was können denn neue Formen von Kontext sein, in denen Text eine Rolle spielt? Und diese Blickrichtung auf den Kontext kann man ganz leicht zurückleiten darauf, dass die digitale Kopie sozusagen die Verbreitung gefördert hat und der Inhalt nicht mehr singulär irgendwo steht, sondern in ganz vielen neuen Kontexten auftauchen kann, weil ich ihn ja wie Musik, die ich spiele, kostenfrei verbreiten kann. Das heißt, nicht mehr die Quelle des Senders ist der entscheidende Punkt, sondern der Punkt entsteht vielleicht da, wo Leute das aufnehmen. Und wir waren bisher immer auf den Sender konzentriert, weil wir technisch keine anderen Möglichkeiten hatten. Heute besitzen wir, ich glaube, zweimal so viele Smartphones in Deutschland, wie wir Einwohner haben. Und diese Smartphones sind ja auch Sender. Das kann man an dem Snowden-Beispiel sehen, was das für Überwachung für Potenzial heißt. Aber für den Austausch zwischen Menschen ist der entscheidende Faktor, dass sie eben nicht nur empfangen, sondern dass sie auch selber die Information zurückgeben. Dass ich also als Rezipient selber Einfluss auf ein Kunstwerk nehmen kann. Da stehen wir ganz am Anfang, das zu denken, weil wir immer noch geprägt sind von, es gibt den genialischen Künstler, der etwas sich ausdenkt und der sendet das dann an ein Publikum, das nichts anderes machen muss, als es aufzunehmen. Ich hatte das für sehr analog gedacht, weil das Digitale ist sozusagen die Verbindung von beiden. Digital Media is Conversation, Analog Media is a Document. Das hat Kyo Wing gesagt, das ist der Artdirektor der New York Times.
Und das ist das Spannende, den Dialog, den das Digitale in sich trägt, in den Blick zu nehmen. Ja, genau, ich wollte gerade fragen, ist es wirklich so spannend oder nervt es die Journalisten? Und zur Auswahl stehen also Magdalena Taube, die sich gemeldet hat, und Gegenmacht Internet, Christian Heller ganz oben, virtueller Marktplatz mit der Geschichte des Internet. Sie wählen bitte und Sie wählen Frau Taube, bitte schön. Ja, Mikros nochmal. Ja, okay. Ich mache mein Licht wieder aus. Ich stimme auf jeden Fall mit Dirk von Gehlen überein, dass sozusagen das Internet als Medium viel dialogbasierter ist als die klassische Zeitung, obwohl natürlich auch immer das Gegenargument kommt, jeder kann ja auch einen Leserbrief schreiben an eine Zeitung, und das tun, glaube ich, auch nach wie vor immer noch ziemlich viele Leute. Ich habe auch mal gehört aus der Redaktion der Zeit, das meiste Feedback, was sie haben, ist über E-Mail. Also dass Leute eine E-Mail an die Redaktion schreiben, das sollte man nicht vergessen und nicht so einseitig sehen. Ich glaube auch, dass es sozusagen dem Journalismus auf jeden Fall viel bringt, in Dialog mit den Lesern zu treten, und dass da, dass dadurch ganz neue journalistische Formate entstehen können. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass das bei Weitem die meisten Leute einfach nicht machen. Das ist irgendwie das, also was schade daran ist. Also wenn ich auch in solchen Runden, ich weiß nicht, wie viele Leute haben schon mal einen Kommentar im Netz unter irgendeinen Artikel geschrieben? Zwei? Also es ist jetzt bei weitem nicht so, dass plötzlich alle losrennen und immer ihre Meinung kundtun und sozusagen selber zu Journalisten werden, und das ist ja auch völlig in Ordnung, das muss ja nicht so, ne? Das muss nicht so sein, aber ich glaube, dass da einfach noch viel mehr Potenzial ist und auch noch mehr rausgeholt werden kann von dem, was da technisch eigentlich möglich ist. Und dass es für Journalisten manchmal einfach auch ziemlich anstrengend sein kann, so wie es jetzt im Moment läuft, weil man hat nämlich die meiste Zeit eigentlich mit sogenannten Trollen zu tun, mit Leuten, die einfach wahnsinnig viel Zeit haben und es dem anderen das Leben schwer zu machen. Erklär uns doch später mal bitte, was Bürgerjournalismus ist. Das, und gewählt ist Herr Donners, bitte schön. Sie haben eben gesagt, es ist noch nicht alles gemacht, was technisch möglich ist. Weil das ist ein Reizwort für mich, musste ich mich sofort melden. Weil wir, glaube ich, politische Kommunikation nicht immer nur von dieser technischen Möglichkeit her denken dürfen. Wir müssen, wenn es um politische Kommunikation geht, zunächst mal akzeptieren, dass sich in Deutschland ungefähr 30% der Bevölkerung für Politik interessiert. Also das ist schon nicht mal jeder. Wir unterstellen das ja immer Menschen, dass sich sozusagen jeder für Politik interessiert, weil wir das auch tun. Das ist aber nicht so, das war auch noch nie so, das ist immer schon eine Minderheit, die dieses Interesse hat. Zweitens, mein zweiter Einwand, Kommunikation hat immer schon was mit Komplexitätsreduktion zu tun. Das heißt, ich bin bei jeder Kommunikation alltäglich darauf angewiesen, Selektionsentscheidungen zu treffen, welche Form von Kommunikation interessiert mich, welche Form von Kommunikation ignoriere ich, auf welche Kommunikation steige ich ein. Und das wird natürlich, je mehr Kommunikationsangebote ich habe, umso schwieriger. Deswegen ist, glaube ich, das gar nicht mal so sehr eine technische Frage, sondern es ist eine Frage unserer eigenen persönlichen Fähigkeit, Informationen verarbeiten zu können. Und damit folgernd auch, es ist anhängt vom Sozialen ab, weil wir bislang eben beispielsweise traditionelle Massenmedien genutzt haben. Denen haben wir ein gewisses Vertrauen entgegengebracht. Wir wussten, wie die funktionieren. Und die Digital Natives, die ist offensichtlich unter 40 ist man Digital Native, können sich in diesen digitalen Medien eben sehr gut bewegen, weil sie das Vertrauen oder weil sie die Kenntnis darüber haben, wissen, wem sie vertrauen können. Aber es ist keine technische Frage, es ist eher eine soziale und es ist auch eine ökonomische Frage. Also wie lässt sich mit bestimmten Angeboten Geld verdienen, gerade im Bereich des Journalismus. Und wir dürfen es nicht reduzieren auf so dieses technische Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Vielen Dank. Und wir haben auf der Leinwand die Gegenmacht Internet. Christian Heller, ein Autor und Kulturkritiker, Vertreter der Transparent Society Bewegung, virtueller Marktplatz, Marina Weißband, und das Publikum befragt, Dirk von Gehlen. Und gewählt ist diesmal der virtuelle Marktplatz. Bitte schön. Digitalisierung fällt in der Politik in erster Linie durch Vernetzung auf. Vernetzung bedeutet, dass ich vieles Analoge überwinden kann, das erfunden wurde ursprünglich, um den Raum zu überwinden.
wie beispielsweise Delegierte. Früher habe ich Repräsentanten geschickt, irgendwie nach Washington oder nach Berlin oder einfach weil nicht die gesamte Bevölkerung dahin fahren konnte. Das war völlig illusorisch. Aber heute muss sie das gar nicht mehr. Wir brauchen keinen Marktplatz mehr, auf den wir alle passen, um abzustimmen, sondern wir haben einen virtuellen Marktplatz mit uneingeschränkter Kapazität. Und das ist etwas, das die Politik natürlich grundlegend verändern wird. Erstmal wird es leichte Fragen aufwerfen, zum Beispiel, wie erweitern wir unseren repräsentativen Apparat um partizipative Elemente? Wie können wir die Bevölkerung besser und günstiger befragen nach ihrer Meinung? Es wird dann aber auch die großen Fragen aufwerfen, wie brauchen wir einen repräsentativen Apparat? Ich denke schon, denn er hat auch andere Vorteile als die Überwindung des Raums. Beispielsweise eine Expertise, die Repräsentanten mitbringen und ein Großteil der Bevölkerung nicht. Aber es gibt neue Formen der repräsentativen Demokratie, die mehr auf Vernetzung ausgebaut sind. Ich arbeite da zum Beispiel an der Liquid Democracy, die mit Delegierten arbeitet, die aber eben nicht unbedingt in Berlin sitzen müssen. So, beide haben genickt und den Kopf geschüttelt, aber die sind auch noch nicht zu Wort gemeldet. Gegenmacht Internet, Christian Heller, Politiker twittern, der Student Michael. Und Dirk von Gehlen, ganz unten, das ist die Wolke Journalismus, ganz unten, und oben ist die Wolke Teilhabe gewählt, das Gegenmacht Internet. Bitte schön. Naja, das Netz ist so eine Art Gegenmacht zu staatlichen Kontrollbedürfnissen. Es ist erst einmal global. Der Staat, der Nationalstaat ist regional, hat Gesetze, die er in seinem Territorium durchsetzt, weiß die Leute, die gegen die Gesetze zu verstoßen, regional zu greifen und zu identifizieren. Das Netz löst sowas halt auf. Im Netz kann man aus allen möglichen Richtungen und notfalls sogar aus dem eigenen Land über Proxys im Ausland die eigene Greifbarkeit für den örtlichen Staat sehr stark verringern oder gar unterbinden. Im Netz wird alles Mögliche publiziert, was auch gegen regionale Zensurgesetze verstößt. Im Netz können sich Leute durch auch Dienste wie Twitter oder Facebook auf Weisen organisieren, die als politische Organisationsform meistens nicht vorgesehen sind im staatlichen Gebilde. Also statt als Parteien oder als Vereine hat man dann halt plötzlich so eine Facebook-Kampagne, wo sich plötzlich Leute zu vielen Tausenden zusammenfinden. Oder ein anderes Beispiel sind die inzwischen etwas in Vergessenheit geratenen Facebook-Partys, wo Leute dann halt unangekündigt zu Tausenden irgendwo hinkommen, wo irgendjemand eine Einladung gestellt hat. Das sind so Organisationsformen, die traditionell es staatlichen Verfahren etwas schwierig macht, dann beispielsweise den Verantwortlichen zu finden, den man dingfest machen kann, oder den Geldgeber davon, dem man dann die Geldströme abstellen kann. Dass das sich dann sehr stark gegen den Staat wenden kann, sieht man dann etwa in revolutionären Situationen, wie man sie im arabischen Frühling sehr viel hatte. Man kann sich zwar darüber streiten, ob diese Revolutionen alle gut ausgegangen sind, aber dass sich dort Leute massenweise über Internetdienste zusammen organisiert haben und damit das eine oder andere Regime gestürzt haben, ist unbestritten. Es ist im Wesentlichen ein großer Kontrollverlust. Also die Öffentlichkeit funktioniert da ganz anders. Man kann nicht mehr einfach hier und da die Zeitungen abmahnen, sondern man hat halt irgendwelche ausländisch gehosteten Websites. Ja, insofern scheint mir das Netz doch im Großen und Ganzen eine Struktur zu sein, die recht viel Gegenmacht aufbaut. Also Christian Henners Glaube, ja. Die Gegenmacht sind, das ist ungebrochen. Wir haben ganz oben anonym und identifizierbar gleichzeitig im Netz. Ist das überhaupt möglich? Politiker twittern in der Mitte und ganz unten noch Publikum befragen. Und gewählt ist Professor Henners. Obwohl sie fremdgewählt haben, sind sie gewählt. Was? Obwohl sie fremdgewählt haben, sind sie gewählt. Bitte schön. Oh nein. Ich fand das... Ich fand das eine unheimlich naive Position. Also zu sagen, also erstmal hat das Internet keine Macht. Also erstmal hat das Internet keine Macht, sondern es ist einfach ein technischer Kommunikationsraum, in dem sehr viel stattfinden kann, eben Individualkommunikation, massenmediale Kommunikation, also alle verschiedene Formen von Kommunikation, aber es ist erstmal kein Medium im traditionellen Sinne, sondern einfach ein Kommunikationsraum, der keine Macht hat. Das Zweite, das ist
unbestritten sei, dass die sozialen Netzwerke in den arabischen Frühling getragene Rolle gespielt hätten, das würde ich auch bestreiten. Also sicherlich haben sie bei der Mobilisierung eine Rolle gespielt, aber wenn man sich anguckt, wer twittert denn überhaupt in Ägypten, also wie viele Ägypter haben überhaupt Zugang zu dieser Technologie gehabt. Und dann, ich weiß nicht, wie alt das Interview ist, aber da gab es ja auch sehr starke Rückfälle in diesen Ländern. Das ist ja nicht alles auf dem Weg zur Demokratie. Des Weiteren ist natürlich dass der Kommunikationsraum Internet auch für Staaten wesentlich einfacher kontrollierbar als so eine Samizdat-Kultur, wo irgendwelche Menschen auf alten Schreibmaschinen oder per Hand Flugblätter abschreiben und weiter verteilen. Das ist also eine erstaunlich naive Position, fand ich das. Das Interview ist aus dem Frühjahr diesen Jahres. Das ist ja auch typisch für diese ganze Revolution, dass die Dinge so wahnsinnig schnell weitergehen. So, und wir haben eine SMS. Was für technische Möglichkeiten werden denn noch nicht genutzt, beziehungsweise könnte noch ausgebaut werden? Technische Möglichkeiten im Hinblick auf politische Kommunikation? So, und wir haben wieder die drei Clips und Frau Taube, die sich zur Wahl gestellt hat. Von Frau Taube ist gewählt. Bitte schön. Ich mal ganz kurz zu dem, zu dem letzten Clip, dass er das Internet als Gegenmacht darstellt. Ich finde es auch naiv, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Snowden-Enthüllungen. Ist wahrscheinlich inzwischen der unfreiste Raum, in dem wir uns irgendwie aufhalten können, hat man den Eindruck, und wer war es nochmal, der das gesagt hat eben gerade? Christian Heller. Christian Heller, ein Hacker. Ich glaube, ein Hacker ist er nicht, aber ein... Okay, ich kann aber verstehen, wo er herkommt, nämlich dass sozusagen die frühe Zeit des Internets, an die jetzt oft erinnert wird, dass es wirklich vielleicht so ein Gefühl gab, hier passiert was, hier kann ich frei kommunizieren, hier kann ich sagen, was ich möchte, und es gibt eigentlich keine großen technischen Hürden, wenn man es einmal geschafft hat, wenn man sozusagen diesen Divide sozusagen übersprungen hat. Eigentlich ein wunderbares Tool und was auch erstmal nicht so sehr von kommerziellen Interessen gelenkt war, wie zum Beispiel unsere Medienlandschaft. Von daher kann ich verstehen, wo es herkommt, aber ich kann es auch nur unterstreichen. Es ist das Gegenteil der Fall. Das Internet ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr als Gegenmacht einzuschätzen. Vor allem, weil, glaube ich, Tor jetzt auch geknackt worden ist gerade. Die Proxys, von denen er geredet hat. Tor ist nicht müsste man vielleicht mal aber ganz kurz erklären, was Tor ist. Tor ist ein... aber ich bin vielleicht schon abgelehnt worden. Okay, nur weil es jetzt gerade gefallen ist, also man könnte es als alternatives Internet... Okay, als alternatives Internet bezeichnen. Tor steht eigentlich für The Onion Router und es ist ein Netz sozusagen, in dem man nicht überwacht werden kann, weil die Anfragen so weit weiterverteilt werden, dass man sich wirklich anonym im Netz bewegen kann. Es war in den letzten Jahren viel in den Medien, auch als Dark Web, Deep Web, weil man sich dort auch Waffen und Drogen und so weiter gut besorgen kann, angeblich oder wohl auch möglich. Aber natürlich auch für Kommunikation genutzt wird, die nicht abgehört werden soll von Oppositionellen in Syrien und so weiter. Also das ist so eine heiße Sache. Aber wenn es jetzt geknackt ist, dann hat sich das ja auch erledigt. Das hat sich erledigt, wunderbar, ja. Und wir haben ganz oben anonym identifiziert, oder sind wir nochmal bei sicherer Identität im Netz beim Surfen, Politiker twittern und ganz unten Publikum befragen, da geht es jetzt um Journalismus und gewählt ist anonym und identifizierbar. Bitte schön. Sie haben das Recht auf Anonymität, Sie haben das Recht darauf zu verstecken, wer Sie sind. Ja? Aber der nächste Schritt ist zu sagen, wir sind im Rechtsstaat. Das heißt, Sie können gerne anonym bleiben, idealerweise, solange Sie nicht die Anonymität missbrauchen, um zum Beispiel kriminelle Akte zu begehen. Diese beiden Gebiete intuitiv beißen sich. Ja, weil Anonymität bedeutet, ich kann nicht nachverfolgt werden. Nachverfolgt werden heißt, ich bin nicht anonym. Ja, aber nur auf den ersten Blick. Wenn Sie in die Forschung tiefer reingehen, sehen Sie, dass man oft Eigenschaften haben kann, die beides idealerweise vereinen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie vollständig anonym sind, solange sie nicht gegen explizite Regularien, die zum Beispiel von der Policy vorliegen, verstoßen. Algorithmisch. Das heißt, wenn sie nichts falsch machen, ist es beweisbar unmöglich, Kriminalität aufzudecken. Wenn sie aber Sachen falsch machen, sie verstoßen gegen Regularien, dann gibt es plötzlich gewisse Methoden, auch algorithmisch, wo der Betreiber sie zur Rechenschaft ziehen kann. Entweder indem er herausfindet, wer sie sind, oder zumindest indem er sie effektiv ausschließen kann von seinem Dienst. Ja. Ganz einfaches Beispiel ist, Sie gehen zum Beispiel bei eBay, machen sich einen Account,
verkaufen 10 kleine Gegenstände, die nicht viel kosten, bekommen eine sehr gute Bewertung, ja, und gehen dann hin, verkaufen was Riesiges und betrügen. Sie haben viel Geld. Ja. Was wird Amazon heute tun? Amazon eBay heute tun? Sie wird sie wahrscheinlich rauswerfen. Was tun Sie? Naja, Sie machen einen neuen Account und machen es nochmal. Ja. Das darf nicht sein. Ja. Da kommt Verantwortlichkeit ins Spiel, dass man sagt, Leute sollen anonyme Accounts machen dürfen. Das ist völlig in Ordnung. Aber sie sollen nicht in der Lage sein, zum Beispiel, wenn sie einmal rausgeflogen sind, es nochmal zu machen. Weil dann hätte eBay zum Beispiel wenigstens die Möglichkeit, sie nicht zu verklagen. Aber sie kann sie ausschließen. Und wenn sie jemals wieder eBay benutzen wollen, müssen sie es zugeben, was sie getan haben. Und das kann man technisch durch sogenannte Accountable Pseudonyms zum Beispiel realisieren, die Privacy und Accountability wirklich verheiraten. Und da haben wir Kip mit reingenommen, weil ich dabei an geheime Wahlen dachte im Internet. Es wird ja der Tag kommen, vielleicht wo jemand, wo es gefragt sein wird, per Handy an Wahlen teilzunehmen. Wo wir wieder bei den technischen Möglichkeiten wären, die bei der SMS abgefragt wurden. Vielleicht, ich weiß nicht, auf wen ich das genau bezog, aber wenn jemand darauf noch antworten möchte, dann den Knopf drücken. Und wir haben ganz oben noch einmal Marina Weißband. Bildung ist alles. Politiker twittern und Publikum befragen. Da oben bei den beiden oben sind wir noch in der Wolke Partizipation, Beteiligung und gewählt ist schwer. Bildung ist alles. Bitteschön. Für mich spielt Bildung sowohl in der digitalen Gesellschaft als auch speziell in jeder partizipativen Form von Demokratie die zentrale Rolle, die eine zentrale Rolle. Denn die digitale Gesellschaft besteht nur aus Informationen und unsere Bildung ist die Voraussetzung, Informationen verarbeiten zu können. Wir haben einerseits sowas wie Kompetenzen, die wir lernen, nämlich zum Beispiel widersprechende Quellen lesen und für sich die glaubhaftere festmachen, sich eine eigene Meinung bilden. Andererseits haben wir aber auch ein Vorwissen über die Bildung. Und ohne Vorwissen können wir neue Informationen auch gar nicht einsortieren. Diese beiden Faktoren müssen gegeben sein, denn im Prinzip ist es, sich durch das Internet oder durch die digitale Gesellschaft zu bewegen, ohne Bildung, wie sich durch den Ozean zu bewegen, ohne schwimmen zu können. Bei den Projekten, wo wir jetzt schon Menschen partizipieren lassen, und davon gibt es ja gerade in den Kommunen sehr viele, sehen wir, dass die Beteiligung sehr niedrig ist. Und wir sehen auch, dass die eingebrachten Ideen oft so komisch sind. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass wir es einfach nicht gewöhnt sind, zu partizipieren. Wir wissen gar nicht, wie man konstruktiv Ideen einbringt. Wir wissen gar nicht, welche Art von Vorbildung man dafür betreiben muss. Und wenn uns jemand fragt, ob wir etwas entscheiden wollen, reagieren wir oft mit erlernter Hilflosigkeit und sagen, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Deshalb halte ich es für absolut essentiell, wenn wir Demokratie erweitern und fördern wollen, dass wir damit bei Kindern anfangen. Das ist der Grund, warum ich persönlich an Schulen gehen will, warum ich Liquid Democracy an Schulen vorstellen möchte und dort schon den Kindern beibringen, wisst ihr, ihr habt die Macht zu gestalten. Aus dieser Erlaubnis wird eine Motivation und aus dieser Motivation wird plötzlich eine Lücke, denn sie wollen etwas, aber sie wissen gar nicht, wie sie das machen, nämlich wie sie konkret sich auf Ideen einigen. Und sie haben aber die Motivation, diese Lücke zu überspringen. Und daraus lernen sie. Und das ist das, was unsere Gesellschaft nach vorne bringen wird. Denn bei aller technologischen Entwicklung, wenn wir jetzt nicht bei der Bildung aller anfangen, und zwar sehr ernsthaft und da auch ein großes Budget reinfließen lassen, wird die technologische Entwicklung uns überrollen. Sie wird komplett monopolisch unter den Konzernen sein. Und wir werden zwar ihre Nutznießer, aber wir werden niemals verstehen, was darin vor sich geht und wir werden darin niemals frei sein. Auch hier wieder alles ganz einfach. Frau Taube hat auch gelacht. Das hat Frau Weißmann auf einer Konferenz von Ihnen gesagt. Die Budgets, wie fließen müssen das? Ganz genau. Noch einmal die Ermunterung, machen Sie gerne sofort jederzeit mit, wenn Ihnen was durch den Kopf geht. Und die beiden natürlich auch. Die Hände haben auch schon zum Schalter gezuckt. Und Frau Taube ist gewählt. Bitte schön. Legen Sie los. Ich weiß nicht so genau. Wir sitzen hinter den Lautsprechern, deshalb hören wir uns nicht. Okay, also ich spreche einfach. Ich weiß nicht so genau, worauf Marina Weißband mit Bildung hinaus wollte. Ich fand es ein bisschen schwammig. Ich glaube, es geht ja um sowas wie Empowerment, also Ermächtigung, die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, auch tatsächlich zu nutzen. Und da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da muss viel passieren und ich würde es vielleicht unter einem anderen Schlagwort subsumieren, sowas wie Medienkompetenz. Es ist vielleicht auch ein Wort, das
jetzt in letzter Zeit ziemlich oft erklingt und in einigen der Clips kommt es vielleicht auch noch vor, da wird so auf die Schulen geschimpft, dass dort Computer nicht angewendet werden oder zu früh und überhaupt in den Kindern wird nichts richtig beigebracht und ich denke, das ist einfach ein Prozess, der jetzt stattfindet und der auch stattfinden muss, dass an den Schulen zum Beispiel der Vorschlag Pflichtfach Internetbildung aufkommt und vielleicht, Gott weiß nicht, was der Donges dazu denkt, würde mich interessieren. Pflichtfach Internetbildung, um einfach die Generation, die wir jetzt haben und auch die danach kommen, sich da noch einfach dieses Instrument wirklich auch noch besser nutzen können, weil technisch gesehen sind da viele Potenziale da und ich glaube, da ist viel möglich und auch da, dass sich solche so ein Verantwortungsbewusstsein auch entwickelt, weil zum Beispiel zu dem Thema Anonymität fand ich eigentlich ziemlich spannend, wenn man sich da mal Gedanken darüber macht, wie dann die Generation, die jetzt kommt, damit umgeht, sich verantwortungsbewusst anonym im Netz zu bewegen und nicht andere zu mobben, eben nur weil man halt gerade anonym sein kann und sicher sein kann, nicht zurückverfolgt zu werden, finde ich spannend zu fragen, was können wir eigentlich tun, um in der Generation und den Generationen, die jetzt nach uns da hineinwachsen, meinetwegen auch politisch aktive, verantwortungsbewusste, mündige Bürger zu werden, die ganz tolle Sachen im Internet machen und nicht so scheitern werden wie die Piratenpartei. Jetzt 35 Themen in einem, Entschuldigung. Das ist ein bisschen auch die Natur des Arbeits. Das ist so, wir surfen. Genau. Ist Bildung nicht zu langfristig angesetzt im Vergleich zur Schnelllebigkeit der digitalen Welt? Gibt es keine schnellere Netzwerke? Oh, wow, gute Frage. Was ist schneller als Bildung? Genau, ist das Wissen, was man den Kindern jetzt beibringt, schon wieder morgen veraltet und müssen wir nicht das von den Kindern lernen? Herr Professor Donges hat sich zu Wort gemeldet und es gibt noch die drei Clips auf der Leinwand. Bitte wählen Sie jetzt die drei Clips auf der Leinwand. Und Herr Donges ist gewählt. Bitte schön. In der Kommunikationswissenschaft haben wir ein Wirkungsmodell, das nennt sich Wissenskluft. Und zwar besagt, dass das immer dann, wenn in ein soziales System neue Informationen reinströmen, dass diejenigen zuerst davon profitieren, die schon sehr viel Informationen haben. Das kann man überall beobachten, es geht bei Stadtbibliotheken so los, die werden ja nicht von den Arbeiterkindern oder den Menschen, die am Stadtrand in den hässlichen Siedlungen wohnen, genutzt, sondern so von meinen, ja. Also diejenigen, die sich das eigentlich auch leisten könnten, ihren Kindern Bücher zu kaufen, die gehen dann in die Stadtbibliothek und leihen da sehr viel Bücher aus. Das ist eben das Vertrackte an Bildung, wenn wir sagen, wir brauchen da in den Bereichen mehr Bildung, dass Bildung eben auch eine soziale Komponente hat, auf die jetzt Frau Weißmann nicht eingegangen ist. Und dass wir aufpassen müssen, einfach zu sagen, wir brauchen mehr Bildung, weil diese Angebote ja sehr häufig von denen genutzt werden, die schon viel Bildung haben. Das Zweite, auf was ich aufmerksam machen möchte, wenn es um die Frage geht, was brauchen wir eigentlich für die Informationsverarbeitung, also was erleichtert Informationsverarbeitung, dann ist es richtig, ich würde es nicht Bildung nennen, ich würde es sagen Fähigkeiten. Also bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen, die ich brauche, um Informationen zu verstehen. Das Zweite ist Motivation. Also da sind Psychologen auch einig, wir brauchen Motivation, um auch neue Informationen verarbeiten zu können. Wir müssen willens sein, uns bestimmte Sachen eben anzueignen. Und da ist dann die Frage, ja, wo kommt denn dann die Motivation eigentlich her? Und auch das, was angesprochen worden ist in dem Clip, wollen wir immer partizipieren? Oder wir müssen nicht überall mitreden, wir haben sowas wie eine repräsentative Demokratie und vielleicht sind viele Menschen ja auch sehr glücklich damit, dass wir das haben und wollen sich eben nicht überall noch beteiligen. Und dann, also das wäre jetzt so meine Frage an Sie, um die Bälle zu spielen hier, glauben Sie eigentlich noch an Liquid Democracy oder ist das ein gescheitertes Konzept? So, und Sie wählen zwischen Journalismus, Wikileaks, der Clip ganz oben, Politiker, Twitter und Publikumfragen und Frau Haube, bitteschön. Liquid Democracy, müssen wir das nochmal erklären vielleicht? Kurz, ja, ist doch also, ich hoffe, ich erkläre es jetzt gut, aber es ist ja das Modell, vor allem von der Piratenpartei, die ursprünglich in Schweden gegründet wurde, Menschen direkt an demokratischen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen über das Internet. So,
so in etwa. Und das gibt es ja nach wie vor, die Piratenpartei gibt es ja auch nach wie vor. Aber es hat sozusagen, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren das Interesse daran sehr stark zurückgegangen. Und die letzten Wahlen sind für die Piraten auch nicht so gut ausgegangen. Ich glaube, Liquid Democracy hat dasselbe Problem wie das Internet an sich, nämlich dass noch für diese Art von Offenheit, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Menschen waren einfach noch nicht so weit. Ich meine, die Piratenpartei hat am Ende ja auch sozusagen mit den üblichen Verdächtigen oder mit Trollen zu kämpfen gehabt, hatte so viele oder hat immer noch so viele interne Probleme, die durch dieses Tool dann auch noch so stark nach außen getragen werden, dass es der Partei letztendlich geschadet hat. Und ich glaube, die Grundidee ist eigentlich total gut und es ist auch das, ja, wofür solche digitalen Werkzeuge eigentlich genutzt werden sollten, denke ich, aber man müsste es irgendwie anders machen und ich weiß nicht, wie, habe ich auch keine Antwort drauf, aber ich glaube, es ist ein Problem, das auch übertragbar ist auf den Journalismus. Ich meine, warum schalten jetzt süddeutsche.de und Zeit.de ihre Kommentarspalte eigentlich wieder ab? Kommentare werden moderiert, man kann nicht mehr einfach frei reinschreiben, was man will. Ist vielleicht so, ja, dasselbe Schema. Den würde ich jetzt auch einfach mal ans Publikum als Frage stellen. Gibt es da überhaupt eine Zukunft für solche Art von Beteiligung im Netz? Und eine Frage, die das Publikum legen. Und ich habe immer noch diese wahnsinnige Frage im Gedächtnis gerade. Gibt es was Schnelleres als Bildung? Warte, das klingt so Haiku-mäßig, das ganze Problem auf den Punkt. Und wir haben den Journalismus, Wikileaks ist Journalismus, sagt Markus Beckedahl. Politiker twittern in der Mitte, wie verändert das die Politik und Publikum befragen kannst. Und gewähltes Journalismus Wikileaks, bitteschön. Also man kann auch argumentieren, dass Wikileaks ein journalistisches Medium ist und der einzige Unterschied, den Wikileaks gemacht hat, im Gegensatz zu einer journalistischen Berichterstattung in traditionellen Medien, war vor allen Dingen, dass sie die Originalquellen online gestellt haben. Und das, finde ich, ist eine wichtige Sache, dass wir uns als Rezipienten nicht nur darauf verlassen können, sollten, was Journalisten aufbereitet haben, weil das kann auch oft gefärbt sein, die können das auch nicht verstanden haben, sondern dass wir uns aus den Originalquellen informieren können sollten. Und dazu brauchen wir den Zugang zu diesen Originalquellen. Und ich glaube, das ist das Radikale, was durch Wikileaks einfach mal bekannter geworden ist, dass das auf einmal möglich ist. Früher saßen Journalisten oder sitzen auch heute noch sehr häufig auf den Originalquellen, um ihre Artikel zu schreiben. Sie sitzen quasi auf einer Goldgrube, sie wollen das nicht teilen. Aber wir wissen nicht, ob die Schlüsse die richtigen sind, die sie daraus ziehen. Wikileaks hat gezeigt, dass wir das einfach demokratisieren können. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf alles, aber ich glaube, mehr Transparenz und Offenheit sind jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Stellen sich da den Journalisten die Haare? Also wir befinden uns in der Wolke Journalismus für 2, 3, 4 Wahlrunden und zur Auswahl stehen News Games. Linda Breitlauch, eine Professorin für Game Design, die erzählt, wie man News, also Nachrichten auch als Games verpacken kann. Es gibt schreibende Algorithmen, die den Journalisten Konkurrenz machen in der Mitte, Dirk von Gehlen und ganz unten nochmal Dirk von Gehlen mit einem neuen möglichen Geldverdienen-Idee für Journalisten. Bitte wählen Sie, und das ist jetzt wirklich schwer zu sagen, News Games, bitteschön. Das Spannende ist natürlich der ganze Bereich, der sich jetzt auch unter dem Label Serious Games entwickelt oder News Games entwickelt. Also sprich, politische Ereignisse aufzunehmen und in einem Spiel tatsächlich zu verarbeiten, also auch auf eine ernsthafte Art und Weise zu verarbeiten, um dem Spieler einen Spiegel im wahrsten Sinne des Wortes vorzuhalten. Papers, Please ist ein ganz berühmtes Spiel, da spielt man einen Grenzbeamten, der Menschen, die über die Grenze wollen, Flüchtlinge, er entscheidet sozusagen, wer rein darf und wer nicht. Und das Spiel ist wirklich so angedacht, dass man regelrecht moralische Fehler macht, einfach damit es einem nochmal klar wird, was für eine Situation da ist. Und das kann ein Spiel tatsächlich deutlich besser, also diese Aufmerksamkeit sozusagen generieren kann es besser, als jetzt einfach nur ein kleiner Nachrichtenbeitrag von 3 Minuten, der uns zwar die Situation vor Augen führt, aber und dann ist er auch schon wieder vorbei und wir beschäftigen uns nicht wirklich damit. Und die Möglichkeit des interaktiven Erzählens sozusagen und auch Handelns bringt uns im Prinzip immer mehr in die Möglichkeit, dass wir auch mal kurz anhalten, reflektieren und sagen, oh,
Das ist, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Und das ist, wie gesagt, gerade in diesem Bereich News Games wird es gerade sehr stark forciert, da einfach diesen anderen Blickwinkel auf die Dinge, die in der Welt passieren, herstellen zu können. Also Magdalena, nicht mehr Feuilleton schreiben, sondern Games entwickeln in der Berliner Gazette. Und ganz oben die universelle Antwortmaschine, oh ein, der ist gut, der ist vor der. Und eine SMS gibt es und die schreiben da. Aber wir brauchen die Journalisten als Gatekeeper. Oder sonst kommen wir mit der Informationsflut nicht zurecht. Möglicherweise. Wir haben die universelle Antwortmaschine, schreiende Algorithmus, Version offenlegen. Und Frau Taube, Sie haben das Wort. Also Journalisten als Gatekeeper, sozusagen als die Schleusenwärter, die schauen, welche Informationen an uns herangetragen werden, ist ja, das. Da hat man Anführungszeichen das alte Modell des Journalismus und das, glaube ich, gilt nach wie vor, weil es gibt einfach eine große Menge an Informationen, die aufbereitet werden muss und die sozusagen an die Leser herangetragen wird dann und ja, rezipiert werden kann, sonst wäre es einfach viel zu viel. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Die Journalisten müssten dafür sorgen, dass wir mehr Informationen bekommen, weil wir nämlich vielleicht eigentlich doch schon sowieso in einer sogenannten Filterbubble hängen, also in einer Informationsblase, die daraus besteht, dass wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und auf Twitter und Facebook und wo auch immer sozusagen unsere Nachrichten vorgefiltert bekommen, dadurch, dass wir eh nur mit Peers interagieren. Ja? Also ich kriege dann mit, okay, es gibt jetzt einen Streik bei der Deutschen Bahn, aber was meinetwegen in einem entfernten Land im Süden von Afrika passiert, das kriege ich halt gar nicht mit, weil es sozusagen total weit von meiner Filterbubble entfernt ist. Und wenn ich danach auf Google suche, kriege ich es vielleicht auch gar nicht mehr vorgeschlagen, weil Google sich gemerkt hat, dafür interessiere ich mich eigentlich gar nicht wirklich. Das ist jetzt sozusagen total aus der Reichweite von meinen sonstigen Anfragen. Und da würde ich sagen, könnte doch von Journalisten auch eine ganz neue Aufgabe sein, nicht Gatekeeper zu sein, sondern so ein Filterbubble-Zerstecher. Sozusagen, ja, das auch ein schönes Zone, was ich sonst nicht sehe. Und mal ein bisschen diese Gatekeeper-Rolle ist wichtig, auf jeden Fall. Und das andere wird aber in Zukunft noch wichtiger werden. Und die Journalisten selber müssen sich auch richtig Kopf darüber machen, wie sie ihre Filterbubble verlassen können, glaube ich. Ganz wichtig. Wir brauchen der Filterbubble als neue Aufgabe für den Journalismus. Wir haben die Kipps auf der Leinwand und Professor Thomas ist gewählt. Bitte schön. Ja, ist schon gewählt. Gut. Ich glaube, dass Journalismus. Wir sitzen hinter den Boxen, deshalb hören wir das nicht. Sagen Sie es nochmal. Aber es ist trotzdem immer ein Unsicherheitsmoment. Also, ich denke, dass Journalismus etwas zu tun hat mit Auswahl von Informationen. Deswegen würde ich Herrn Beckedahl hier widersprechen, dass WikiLeaks Journalismus ist, weil ich will nicht WikiLeaks-Dokumente lesen. Ich kann das auch gar nicht zeitlich. Ich brauche jemanden, der die für mich liest und mir das dann sagt, was bedeutet das, was in diesen Dokumenten drinsteht. Deswegen würde ich sagen, hat Journalismus immer diese beiden Komponenten, nämlich einmal Informationen, das hat auch was mit Gatekeeping zu tun, und dann eben die Sache, was bedeutet das eigentlich? Also die Deutung zu setzen. Ich denke, dass das zukünftig für den Journalismus immer wichtiger wird, dass der Journalismus, wie wir ihn in den traditionellen Medien haben, natürlich keine Chance hat, auch gegen die Geschwindigkeit von Online-Medien, dass aber es schon eine Zukunft für Journalismus gibt, der eben versucht, Dinge einzusortieren. Und man merkt die Schwierigkeit im Journalismus merkt man ja auch daran, dass es auch den Verlagen, die haben ja auch kein Rezept. Also der Spiegel, der gerade zeigt uns das ja sehr demonstrativ, dass sie auch nicht wissen, wie sollen sie jetzt die Online- und die Offline-Welt miteinander verheiraten. Mein Beispiel ist da immer die Zeit. Es gibt auch andere Namen, ich will keine Werbung machen, aber die Zeit hat seit 10 Jahren steigende Auflage. Also da gibt es einen Markt für dieses Blatt. Dieses Blatt wird dienstags abends, mittwochs gedruckt, liegt dann bei den meisten rum bis Samstag. Also jede Information in dieser Zeitung ist schon 4 Tage alt, bevor sie gelesen wird. Aber da ist trotzdem ein Markt für da, weil dieses Medium uns sagt, was das eigentlich bedeutet.
Und dafür ist Journalismus wichtig. Die große Frage in der Zukunft wird meines Erachtens sein, wie wir Journalismus weiter finanzieren können. Oder wie sich Journalismus finanziert, da sehe ich auch noch kein Patentrezept. Da sind auch alle noch am rumexperimentieren, weil wir uns einfach so an diese Gratiskultur gewöhnt haben, weil wir auch entsprechende Angebote im Netz haben, die umsonst sind oder die wir für umsonst halten. Und das wird das, also die Frage der, nicht nur das Gatekeeper, ist das ein Auslaufmodell, sondern eher die Frage, wie lässt sich das zukünftig finanzieren? Sowas wie Journalismus als jemand, der Informationen für uns sammelt, bearbeitet und uns auch sagt, was das zu bedeuten hat. Frau Tauber hat sich gerade wieder gemeldet. Ja, okay, und wir haben eine SMS. Schade, dass die SMS-Frage zu schnell und zu weit nicht klar gemacht wurde. Ja, ich finde auch. Da werde ich mich anschließen. Ob es noch Schnelleres gibt als Bildung, um auf die rasanten Entwicklungen zu reagieren. Ist Bildung nicht zu langfristig angesetzt? Bitte melden. Ja. Gibt es keine schnellere? So, da steht jetzt nochmal wieder im Raum und wir kehren zurück zu den drei Clips. Ungefähr der Antwortmaschine sollte da stehen. Was ist, wenn künstliche Intelligenz uns die Fragen beantwortet, die der Journalismus früher beantwortet hat? Schreiben wir Algorithmen, die Journalisten ihren Job streitig machen und Versionen offenlegen, ein neues journalistisches Geschäftsmodell und die Welt ist vertraut. Also, ich will auf zwei Dinge, die Finanzierung des Journalismus und auf die Instrumente, die schnelleren Instrumente als Bildung, was Schnelleres als Bildung. Ich finde ganz spannend, dass Sie sagen Finanzierung, weil ich glaube, im Journalismus wird immer noch viel zu sehr danach gefragt, wie man damit Profit machen kann. Also Verlage sind profitorientierte Unternehmen und für mich ist Journalismus eigentlich eine Tätigkeit und Aktivität, die jetzt nicht so danach schreit unbedingt, dass man davon reich wird. Das ist so ähnlich wie, wenn man sich entscheidet, finde ich, Politiker zu werden. Machen vielleicht auch manche, weil sie sozusagen irgendwie sich ein tolles und ja, Leben und so weiter und viel Geld damit verdienen wollen. Aber ich glaube, man macht es doch aus anderen Beweggründen, nämlich weil man denkt, das ist für die Demokratie wichtig, wie der Journalismus als vierte Macht und so weiter. Und ich glaube, die Überlegungen sollten vielleicht in Zukunft auch mehr dahin gehen, ja, wie man Journalismus machen kann, der nicht unbedingt Profit abwirft, aber sich selber refinanziert. Darüber wird, finde ich, auch noch nicht so viel nachgedacht, weil sehr viel in diesen Verlagsmodellen gedacht wird. Und die gehen nun mal davon aus, ich verkaufe Anzeigen und die Gewinnmargen im Journalismus für Anzeigen sind einfach wahnsinnig groß, wenn man es mit anderen Branchen vergleicht. Und ich glaube, das tut dort auch einfach weh, dass das weggeht und zurückgeht. Das ist nicht so schön für die Leute, die damit bisher viel Geld verdient haben. Und ich glaube, für eine neue Generation, die jetzt sozusagen nachrückt, ist es einfach eine ganz andere Erfahrung, im Journalismus zu arbeiten. Diese prekäre Situation ist leider Normalität und es wird aber auch, denke ich, vielleicht dadurch ein gewisser Wandel stattfinden. Dahingehend, ich mache Journalismus auch, weil ich dafür brenne, weil ich sozusagen, nicht weil es einfach genauso gut ist wie Arzt oder Anwalt oder Apotheker oder ich weiß auch nicht, sondern weil es echt ein Job ist, der irgendwie gemacht werden muss in unserer Demokratie. Und das kann man jetzt auch gleich wieder um die Ohren werfen, als irgendwie, ja, dann sind halt alle Journalisten irgendwie Selbstausbeuter, die in ihrer Freizeit dann noch ihre Blogs vorschreiben. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach nur, dass man ein bisschen mehr in diese Richtung auch denken sollte. Und in letzter Zeit wird auch so ein Modell diskutiert, gemeinnütziger Journalismus. Das finde ich auch spannend. Ich will jetzt nicht meine drei Minuten übersteigen. Was ist das gemeinnütziger Journalismus? Also bei gemeinnütziger Journalismus ist eigentlich eine Initiative vom Netzwerk Recherche. Das ist ein Journalistenverband, ein Interessenverband. Und die wollen dafür sorgen, dass Vereine, also eingetragene Vereine, als gemeinnützig anerkannt werden, wenn sie Journalismus machen. Das ist bisher in Deutschland nicht so. Hinter Berliner Gazette, dem Medium, das ich mitbetreibe, steht auch ein Verein. Und wir sind auch gemeinnützig, aber auch nur deshalb, weil wir sagen, wir machen Bildung und nicht wir machen Journalismus. Also es ist sozusagen, man muss dann immer so einen kleinen Umweg finden, um das zu realisieren. Und es gibt jetzt verschiedene Initiativen, die wollen gerne, dass man Journalismus gemeinnützig machen kann und dann halt auch diese Vorteile, die man hat, nämlich man ist ja steuerbefreit, dann bist du ein bisschen gerade, hat andere, ja, man kann Spendenbescheinigungen ausstellen, was dann vielleicht für viele Initiativen ein Vorteil wäre. Und genau, das ist so ein bisschen, was dahinter steckt und in den USA zum Beispiel gibt es da verschiedene Modelle, wo auch Stiftungen hinter journalistischen Projekten stehen. Ja, wie gesagt, und jetzt ganz kurz, was ist schneller als Bildung? Nein, nein, die Frage ist, gibt es nicht schnellere Instrumente als Bildung, weil Bildung ein langsames Instrument ist, ne? So habe ich das verstanden.
ja. Ich weiß nicht, also was sollte das sein? Also ich würde gerne den Fragesteller nochmal bitten per SF, ja? Gibt es eine Meldung und Publikumsmeldung. Wir brauchen das Mikrofon für die Publikumsmeldung. Und wir wählen aber vorher die universelle Antwortmaschine, die Schreiber der Algorithmen, die Versionen offenlegen und den Publikumsmeldung. Meldest du das? Das ist ja hier, der sagt, wählen, bitteschön. Ich bin gewählt, aber ich war nicht der Fragesteller. Ich glaube, das hat sich noch daran entzündet, dass eben Marina Weißbrand gesagt hat, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Bildung, da muss sehr, sehr viel Geld reingesteckt werden, damit die Leute letztlich mit diesem Kommunikationsraum Internet und den Dingen, die damit zusammenhängen, besser umgehen können. Und ich hatte eine Rückmeldung so verstanden oder eine Antwort darauf auch, das ist eigentlich nicht Bildung, sondern das ist so eine Art Medienkompetenz, die da erworben wird. Und wenn wir das trennen, dann kann man vielleicht unter Bildung etwas ganz anderes verstehen. Am Montag hat der Strohschneider, der DFG-Präsident, über Bildung gesprochen, hat gesagt, das ist eher etwas in der Tat sehr Langsames, das ist ein Reflexionsvermögen, da nimmt man Abstand von den Dingen, da zieht man sich zurück, da reflektiert man kritisch über das, was man tut. Und das macht man ja sicherlich nicht, wenn man jetzt im Unterricht in den Schulen etwa eben die Kompetenzen erwirbt, die man braucht, um damit umzugehen. Also schneller sind sicherlich die Kompetenzen, klar, wie bewege ich mich im Internet, welche Möglichkeiten gibt es, welche Programme kann ich nutzen und so weiter und so fort. Das wird ja im Moment, denke ich, sehr forciert, aber das ist eben nicht Bildung. Bildung bedeutet, dass man vielleicht das gute alte Buch aufschlägt, dass man Vokabeltest macht, dass man ein Musikinstrument spielt oder dass man ins Chemielabor geht oder selber etwas tut und das eben vielleicht nicht mit den neuen Medien und mit dem Internet. Also, die Frage könnte doch dann lauten, wenn wir auch das mit hinzunehmen, was am Anfang gesagt wurde, das sage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ, wenn im Moment gerade auch der soziale Bereich über die neuen Medien, über das Internet kapitalisiert wird und wir das doch vielleicht eigentlich gar nicht wollen, weil vielleicht diese Kapitalisierung des Sozialen etwas Schlechtes ist, dann sollten wir uns vielleicht gerade aus diesen Kompetenzverstärkungen herausziehen und eben eher wieder Bildung und damit eine gewisse Verlangsamung starten. Das war ein klares Wort und mir halt nach, dass viele unserer Interviewpartner gesagt haben, die Programmierer sind die mächtigen Menschen der Zukunft. Man müsste eigentlich programmieren. Dann haben wir Liquid Democracy. Die Frage ist nicht, wollen wir partizipieren, sondern können wir? Die mentale Kapazität eines Menschen hat quantitative Grenzen, oder? Doris Triffe, Journalisten, um Infos zu bewerten und einzuordnen. Doch wer bewertet die steigende Anzahl von Journalisten? Dazu sind die Leute ja auch zu faul. Oh, da sind wir bei dem Stichwort Bürgerjournalismus. Das kommt jetzt. Und wir haben wieder die drei Klicks auf der Leinwand und eine Meldung von Frau Paube. Ganz oben die universelle Antwortmaschine, die wahrscheinlich jeden Journalisten überflüssig macht. Schreibende Algorithmen, die auch Journalisten überflüssig machen wollen und Versionen offenlegen und gewähltes Vertrauen. Bitte schön. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es jetzt eine steigende Anzahl von Journalisten gibt. Der Journalist als sich ist jetzt ja auch kein geschützter Beruf, deswegen kann man es dort auch. Endlich, das hat aber deswegen kann man das auch nicht so pauschal vereinfachend sagen. Ich glaube, es gibt natürlich jetzt viel mehr Menschen, die journalistisch aktiv sind oder die publizieren. Und ich glaube, auch diese Grundfrage, die von der ganzen Veranstaltung gestellt wird, alle senden, wer hört überhaupt noch zu? Oder ist das mein Zusatz? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber oder wenn alle senden können, wer kann das überhaupt alles noch wahrnehmen? Und das ist ja auch diese erste SMS gewesen, dass es irgendwie Grenzen gibt, was man alles aufnehmen kann. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, vor dem wir stehen. Und wenn wir das jetzt auch nochmal mit der Bildung zusammendenken und sagen, ja, ich finde es eigentlich total gut, diese Idee zu verlangsamen. Die Beispiele, die Sie bringen, das Buchaufschlagen und der Chemieunterricht, ich glaube, weiß ich auch nicht, da fallen mir jetzt auch nicht gleich ein paar tolle Gegenbeispiele ein, aber ich glaube, was viel zu wenig passiert ist, auch in der Schule, ich unterrichte selber auch in so einer Medienkompetenz-AG immer donnerstags mit 12-jährigen Schülern und was da ganz wenig gemacht wird, ist einfach zuzuhören, was dort überhaupt passiert im digitalen Raum. Weil wir, die 20, 30, 40 Jahre älter sind als diese Kinder, die das nutzen, für uns ist es sozusagen etwas Exotisches oder wir verstehen es nicht, es ist so schnell. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert, ne? Wenn man sich mal einsetzt und dann auch mal erlaubt, in der Schule Facebook zu benutzen, was in vielen Schulen ja verboten ist, was ich nicht verstehen kann, weil es ist für mich es ist ein normaler Kommunikationsraum, der sozusagen bewusst und genutzt und gestaltet werden sollte. Und da zu schauen, was passiert dort eigentlich und einzusteigen und den Schülern zu helfen,
ihre Fähigkeiten dort zu verbessern. Das fände ich viel wichtiger und wäre für mich auch eine Form von Bildung. Ich habe jetzt nicht geschafft, alles unter einen Punkt zu bringen, aber ja. Und wir haben die drei Clips auf der Leinwand und das ist die letzte Wahlrunde in der Wolke Journalismus. Wir haben noch 17 Minuten und gehen dann danach in die Wolke Identität, denn darüber wollten wir auch noch mal reden. Und gewählt ist die universelle Antwort, Bashir. Es geht jetzt ein bisschen in den Bereich künstliche Intelligenz. Das im Internet gesammelte Wissen ist natürlich gigantisch, übersteigt jede Vorstellung von klassischen Bibliotheken. Auf der anderen Seite ist es sehr schwer zugänglich, weil es ja meist nur in Textform, in x verschiedenen Sprachen der Welt abgelegt ist. Und natürlich der Mensch trotzdem diese Information lesen muss. Er kriegt zwar Hinweise, ja, er kann suchen mit einer Suchmaschine, aber diese Suchmaschine ist ja keine Antwortmaschine. Was wir brauchen in Zukunft, auch daran arbeiten wir, sind Systeme. Watson war ein schönes Beispiel, wo ich eine Frage stelle und ich bekomme die Antwort. Heute bekomme ich ja, wenn ich eine Frage eingebe, nicht eine Antwort, sondern x Textreferenzen. Und diese Texte soll ich mir dann bitte schön durchlesen, weil dort hoffentlich die Antwort drinsteht. Das ist natürlich suboptimal. Was heißt das? Wir müssen immer stärker das Wissen, was im Internet textuell abgelegt wird, für das Maschinenverständnis aufbereiten. Wir müssen also Sprachtechnologie entwickeln, die aus den Texten das so aufbereiten, dass wirklich ein Computer Schlussfolgerungen ziehen kann, dass er dieses Wissen auf Anfrage auch sofort bereitstellt. Davon sind wir heute noch entfernt. Erste Versuche gibt es. Wir haben hier in Deutschland als erstes ein solches System entwickelt gehabt, schon ums Jahr 2000 rum. Das hieß Smart Web. Womit das ging. Heute haben wir in Siri ganz einfache Beispiele, aber das Siri ist ja noch weit davon entfernt, wirklich so eine universelle Antwortmaschine zu sein. Aber in diese Richtung wird die Entwicklung in Zukunft gehen und ich sehe den Tag kommen, wo ich wirklich viele Fragen des allgemeinen Wissens oder auch Fachfragen, die mich jetzt in meinem beruflichen Kontext interessieren, tatsächlich, sobald die Antwort im Internet verfügbar ist, auch echt von den Computern angeboten bekommen. Das ist prinzipiell sicherlich möglich. Den Rechner oder die Programmierer dahinter zu den Gatekeepern werden. Und wir haben die Clips auf der Leinwand und gewählt Professor Thomas. Also vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber ich würde eine deutliche Trennung machen zwischen Daten, Information und Wissen. Also Daten sind zunächst mal eine Ansammlung von irgendwelchen Wissens, also von irgendwelchen Elementen. Die können geordnet werden zu Informationen, die ich dann in irgendeiner Art und Weise auch verarbeiten und verstehen kann. Und Wissen sind für mich Informationen, die ich mir angeeignet habe. Also deswegen würde ich schon mal grundsätzlich widersprechen, dass es im Internet Wissensbestände gibt, sondern es gibt da Informationen. Und diese Informationen kann man dann in der Tat maschinell in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Aber ich glaube, die wirklich wichtigen, spannenden Fragen, die man an so eine Maschine stellen könnte, sind auch die Fragen, wo wir eben nicht genau wissen, was Sache ist. Gibt es einen Klimawandel, ja oder nein? Wann wird dieser Klimawandel irgendeine Art existenzbedrohend für die Menschheit? Also das ist doch auch wieder so eine naive Vorstellung, dass ich mit so einer Frage in das Internet reinbekommen kann und bekomme dann irgendwie eine Antwort. Also da fällt mir dann Douglas Adams dann ein, damit er Antwort auf alle Fragen, ob es 42 oder 49. Also das ist quasi die einzige Antwort, die mir da einfällt, weil ich das auch wieder für naiv finde, zu glauben, ich hätte immer eine wirkliche Antwort auf alle Fragen, wenn ich nur alle Informationen, die irgendwie darum fliegen, sortieren kann. Und das wäre auch eine schöne Anwendungsmöglichkeit für das, was wir am Anfang digitalen Kapitalismus genannt haben, weil da wird die Ökonomisierung natürlich knallhart zuschlagen, weil ich dann auf eine Frage möglicherweise als Antwort bekomme, Aspirin von Bayer. Ja, ganz recht, genau. Das berührt natürlich wieder den Bereich der Wirtschaft. Und hier gehen wir jetzt in die Wolke Identität. Ganz neues Thema, das aber mit allem auch irgendwie zusammenhängt. Identität auf Facebook, wer bin ich da eigentlich? In der Mitte nochmal ein letzter Clip zu Journalismus, nämlich was ist, wenn Computer die Artikel schreiben und ganz unten alles gleich in Second Life. Und gewählt ist Identität auf Facebook. Also mein Facebook-Profil ist, glaube ich,
ziemlich unprivat. Ich versuche, also ich glaube, das ist eine ziemlich krasse Karikatur von mir selbst, was ich da preisgebe. Ich also weiß nicht, okay, da stehen Informationen drin, wie da und da arbeite ich, so alt bin ich, hier studiere ich, aber sonst, was so mein Profil angeht, wenn man das anguckt, dann denkt man sich so, glaube ich, okay, was ist das für eine komische? Ich versuche nicht, irgendwelche privaten Fotos hochzuladen. Es passiert auf jeden Fall, also keine Ahnung, wir benutzen das, glaube ich, also das heißt wir, also ich und meine Kommilitonen, ziemlich viele, benutzen das alle, also Facebook als ein als eine Plattform, um unsere Filme irgendwie zu vermarkten und so und zu zeigen, oh, guck mal, hier bin ich eine wunderschöne Kamerafrau und hier ein guter Regisseur und so Sachen. Also solche. Aber was Privates, ich weiß nicht, ich tue keine Strandfotos von mir hochladen. Was meine Tante zum Beispiel macht. Das ist böse, wenn ich das erzähle, aber ich erzähle keinen Namen. Aber so, als wir, weiß nicht, 13, 14 waren, dann meine Freundin und ich, also andere machen Telefonstreiche. Eine Freundin von mir hat einen Internetstreich gemacht, in dem sie 2 Jahre lang einem Mädchen vorgemacht hat, dass sie ein Typ ist und ja, mit ihr zusammen war, in dem Sinne. Das ist wirklich krass. Aber also von einem anderen Mädchen habe ich gehört, dass sie eben durch Facebook irgendwie gemobbt wurde. Ich weiß aber nicht, wie. Und ich glaube, das passiert und das kann man, glaube ich, machen. Man kann ja jemanden zuspammen, wenn man eine große Gemeinschaft irgendwie ist. Also was heißt große Gemeinschaft, wenn man irgendwie nur 6 Leute sind oder so. Dann können die eine Person, glaube ich, schon verletzen, wenn man sich darauf einlässt. So, die Seite selbst, was für eine Art von Selbst stelle ich eigentlich im Internet aus? Sabina Miesoch, eine Soziologin, in der Mitte nochmal Alina mit so tun als ob. Und ich dachte eben, das wäre der Clip, wo sie das mit der jungen Frau, die ihr Geschlecht vorgetäuscht hat, erzählt. Aber ich weiß, das ist ein anderer Clip mit falscher Überschrift. Ich weiß nicht, was da drin ist. Alles gleich in Second Life hier unten. Wie ist eigentlich in der virtuellen Welt alles genauso wie in der echten? Seltsame Frage. Und meine Freundin kommt aus Stralsund. Und ich weiß, dass die Menschen hier nicht viel reden. Aber ab und zu sagt sie doch etwas. Und vielleicht sagt sie, dann einfach die Hand hin, wir haben nämlich noch genau 9 Minuten und gewählt ist welcher Tipp alles gleich in Second Life. Also Körperinszenierungen im virtuellen Raum können ja auf verschiedene Arten stattfinden. Wenn wir zum Beispiel Avatare betrachten, also Avatare sind dreidimensionale Stellvertreter, die Personen von sich im Netz erstellen, dann hat sich gezeigt, dass zum Beispiel in Second Life, das war ja mal relativ beliebt, dass dort die Verkörperungen sehr stereotyp ausfallen. Stereotyp im Hinblick darauf, wie Geschlechtlichkeit dargestellt wird. Ich habe im Jahre 2007 eine Studie zu Second Life durchgeführt. Wir haben verschiedene Avatare gesampelt und über 1000 Avatare ausgewertet. Und es hat sich dann gezeigt, dass eben die Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit im Vergleich zum Real Life sehr überzeichnet stattfindet. Und dass eben entgegen der These von manchen Autoren es nicht zu einer Dekonstruktion von Geschlechtlichkeit kommt, was ja sehr einfach möglich wäre. Also man könnte im virtuellen Raum ja sich genauso als Flasche, als Frosch oder als Schaf oder ich weiß nicht, als was darstellen. Und am beliebtesten sind eben menschliche Avatare, 95% waren das, glaube ich, weil diese, das war dann unser Erklärungsansatz, eben Kommunikation anders rahmen und eben auch zu Vertrauen führen. Das heißt, wenn ich einen menschlichen Avatar habe, dann wird wahrscheinlich mein Gegenüber eher das Gefühl haben, dass er mit mir auch Vertrauen oder mit mir vertrauensvoll kommunizieren kann, als wenn ich mich als Flasche. Zur universellen Antwortmaschine, wer soll denn bewerten, ob eine Antwort richtig ist? Ja, sehr gut. Frage. Und wie bewerten wir das heutzutage?
Ich glaube, wir verlassen mit der Identität auch ein wenig das Kernkompetenzgebiet unserer beiden Experten. Also wir plaudern einfach noch ein bisschen die letzten Minuten. Und vielleicht wollte ich nochmal die Frage aufgreifen, Bürgerjournalismus. Was ist das? Falls wir uns das noch erklären wollen, melden Sie sich bitte einfach. Und oben ist Designte selbst und in der Mitte Multichat und ganz unten die Ungespräche. Genau, das hat wieder damit zu tun, dass alle Senden gewählt sind, die Ungespräche. Bitte schön. Also es gibt ja in der Zwischenzeit, allein in Deutschland, ich weiß die Zahl nicht mehr so genau, eine ganze Reihe von Abteilungen für Computerkranke, von Leuten, die eben nur noch in Computerspielen leben, die nervös werden, wenn sie nicht bis nachts um drei entsprechende Mails ansehen können. Also ich kann mich noch gut erinnern, weiß nicht mehr so genau das Datum, mag 7, 8 Jahre, 9 Jahre, mehr als 10 Jahre, als die erste Abteilung in der klinischen Psychiatrie aufgemacht worden ist, die sich nur um Computerkranke kümmert. In der Zwischenzeit gibt es da etliche Abteilungen in etlichen Psychiatrien. Es ist ein bisschen übertreiben, aber es ist kein Einzelfenomen. Es ist durchaus ein gesellschaftlich verbreitetes Phänomen, dass Menschen einfach süchtig geworden sind im Umgang mit Medien, nicht mit Inhalten. Sie müssen da irgendwie Kontakte herstellen, das sind ja oft auch so Selbstversicherungskontakte, die man im Zug immer wieder hören kann. Ich bin jetzt unterwegs von Mannheim nach Frankfurt und da denke ich, ja wunderbar, oder ich fahre jetzt mal in den Zug, denke ich, das sind ja doch. Ja, das ist so. Sie sind eigentlich gute Gespräche. Mir fällt da öfter mal der Satz, ich glaube, der Bolz hat eben mal gesagt, je mehr wir kommunizieren, desto weniger haben wir uns zu sagen. Und ich sage, was dran? Wir haben ganz oben immer noch die Seiten selbst. Ich weiß nicht ganz sicher, was der Plural von selbst ist. Ich habe das mal nur geschrieben. Der Multichat. Mit wie vielen Leuten kann man eigentlich gleichzeitig kommunizieren in der Mitte? Und ganz unten getötete Avatar. Was ist, wenn mein Avatar stirbt? Wie fühlt sich das an? Und die Wahl ist, fällt auf die getöteten Avatare. Bitte schön. Wohin der Mensch geht, er muss immer seinen Körper dabei haben. Banal gesagt, wir alle haben einen Körper und tragen den ja immer mit uns rum. Wenn ich jetzt den virtuellen Raum anschaue, dann habe ich ja erstmal dort keinen Körper. Das heißt, ich muss mich in irgendeiner Form verkörpern, heißt es so schön. Und dieses Verkörpern kann ich eben, also das ist quasi die Transformation des Körpers in den virtuellen Raum, die kann ich eben wieder vornehmen über textuelle Beschreibung, also ich beschreibe meinen Körper, ich kann einen objektiven Stellvertreter, einen sogenannten Avatar erstellen oder ich kann Bilder zum Beispiel von mir hochladen. Und indem ich so etwas vornehme, verkörpere ich mich im virtuellen Raum, das heißt, ich versuche meinen Körper in diesen Raum hinein zu transformieren, damit eben auch mein Körper dort quasi ein wichtiges Zeichen sein kann für die Kommunikation. Das heißt, ich erstelle diesen Stellvertreter, diesen virtuellen Stellvertreter meiner selbst, mit dem bin ich da aktiv, ich identifiziere mich mit diesem Avatar und wenn jetzt diesem Avatar etwas passiert, dann bin ich dann davon schon attached, das heißt, das macht was mit mir. Also da gibt es Studien dazu, wie ist es Spielern ergangen, wenn ihr Avatar zum Beispiel getötet wurde im Spiel oder in einem Fall, wenn der Avatar vergewaltigt wurde. Und da hat sich eben gezeigt, dass es eben nicht diese Reaktion ist von, naja, ist nur ein Avatar, kreiere ich einen neuen und quasi lebe nochmal alles durch, sondern dass es dann wirklich eben auch zu Empfindungen kommt wie Trauer, Schmerz und also wirklich in Emotionen kommt. Und die Emotionen sind wirklich. Also man kann eben nicht sagen, was ich im virtuellen Raum erlebe, ist, nur weil mein Körper dort physisch nicht präsent ist, nicht real, sondern das, was passiert, ist ja auch für die Spieler jetzt bei einem Spiel emotional real. Die Freude über den Sieg ist real, die Trauer über den Verlust ist real. Und das machen sich eben auch immer mehr Anwendungen in der Psychotherapie zu nutzen, die dann eben sowas wie Therapie gegen Höhenangst oder verschiedene Phobien in virtuellen Räumen durchführen. Weil die Reaktionen der Nutzer eben ganz reale Reaktionen sind. Das heißt, wenn da eine simulierte Höhe ist und ich leide unter Höhenangst, dann habe ich die gleichen körperlichen Reaktionen, wie wenn ich auf einen realen Turm steige und von oben herabschaue. Wir haben die drei Tipps auf der Leinwand und gewählt ist aber Frau Traubenreich, bitte schön. Ja, ich kann noch mal einen Schlenker auch vielleicht zu unserer journalistischen Arbeit machen. Mit dem Video, was wir gerade gesehen haben, mir fällt da das Stichwort Digital Suicide ein.
wo ich in letzter Zeit öfter drauf gestoßen bin. Das geht darum, dass man sozusagen sich entschließt, all seine digitalen Identitäten aus dem Netz zu löschen, sozusagen den digitalen Selbstmord zu begehen. Ich habe auch einige Freunde, die das tatsächlich gemacht haben. Mit denen habe ich nichts mehr zu tun seitdem. Das ist total furchtbar. Aber, du hättest gerne und kannst nicht mehr? Also es waren jetzt keine Freunde, so Bekannte eher, aber die sind dann wirklich einfach von der Bildfläche verschwunden, weil man sie nicht mehr in seinem Stream hat. Aber es gibt zum Beispiel auch Autoren, die meinetwegen vor uns gibt es ja seit 15 Jahren Berliner Gazette.de und die haben vor 10 Jahren einen Artikel geschrieben, da waren sie vielleicht selber noch 18 und treten jetzt so 10 Jahre später an mich heran. Ich meine, zum Glück gibt es uns noch als Redaktion, denke ich dann manchmal. Ich will gerne diese Artikel von damals alle aus dem Netz raus haben und ich will sozusagen nochmal neu anfangen. Ich will mich jetzt bewerben und ich will nicht mehr, wo ich da beschreiben, wo ich besoffen am Cottbusser Tor liege. Das soll da nicht mehr drinstehen. Kann ich in jedem individuellen Fall immer total gut verstehen. Und wir gehen dem auch nach und ich finde es immer total schade als Redaktion, weil ich will eigentlich unser Archiv, ne, das soll bestehen bleiben und wir bieten dann auch oft an, das zu pseudonymisieren oder so. Aber ich denke dann immer, es müsste sozusagen schon, während man irgendwas fürs Netz produziert und publiziert, eigentlich auch der Gedanke da sein, stehe ich denn dazu auch noch in 10 Jahren? Und ist das überhaupt so gut, wenn ich sozusagen komplett aus dem Netz verschwinde? Zum Beispiel ein junger Autor, der sich jetzt gerade anfängt, sich zu bewerben und alles, was es über ihn im Netz gibt, sozusagen vorher rausnimmt. Ich war der Meinung, das ist ein total schlechter Schritt eigentlich und fand ich als auch ganz spannend, darüber nachzudenken, was das eigentlich mit uns macht, dass wir jetzt wirklich schon nicht mehr nur so, Facebook ist jetzt nicht nur so ein Jahr alt, sondern manche von uns sind da vielleicht jetzt schon 10 Jahre unterwegs und haben wirklich eine Timeline, die wie so ein Abbild des Lebens so ein bisschen ist, ein bestimmter Teil des Lebens zumindest und es ist spannend zu gucken, was ist eigentlich mit unserem Facebook-Profil in 30 Jahren. Es gibt jetzt auch eine Anwendung von Facebook, die automatisch das dann in eine Story organisiert. Ja. So, wir kommen zum Ende zu Facebook, kommen wir gleich nochmal, wie sich das anfühlt, wenn man Facebook aufgibt. Gab es eine Meldung aus dem Ich möchte am Ende nochmal auf das ganz Große kommen, mit dem wir starten, vielleicht noch ein bisschen größer. Niklas Luhmann hat ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, was sein kann, dass man ihn mal auch nicht richtig versteht, aber nach meinem Verständnis beschreibt er Medienrevolutionen als Katastrophen für Gesellschaften, potenzielle Katastrophen, große Krisen, wie etwa zur Zeit der Reformation und der Erfindung des Buchdrucks, die Gesellschaften wirklich in Gefahr bringen können und wieder auf der Kippe stehen, ob eine Gesellschaft mit dem vielen Sinnüberschuss, der durch diese Medienrevolution entsteht, umgehen können wird oder nicht. Befinden wir uns in so einem Moment momentan mit der digitalen Revolution und wie handeln wir das gerade in den Jahren? Ja, wir befinden uns in einer solchen Situation, dass wir eben durch das Internet, also das World Wide Web ist jetzt wieder 18 Jahre, 20 Jahre alt, diese ganzen Social Media, über die wir gesprochen haben, etwa 10 Jahre. Das sind ja relativ kurze Zeiträume, in denen wir als Individuen, aber auch die Gesellschaft insgesamt lernen mussten, mit diesen neuen Technologien zu leben. Und dieser Sinnüberschuss ist da, dieser Sinnüberschuss erfordert eben, wenn wir bei Luhmann sind, Sie haben angefangen, erfordert eben solche Mechanismen der Komplexitätsreduktion, dass wir also bestimmte sozialen Mechanismen brauchen, um mit diesem Sinnüberschuss umzugehen. Und wir lernen ja auch, also gerade das Beispiel eben Facebook, da können wir ja auch sehen, Menschen lernen ja, beispielsweise Jugendliche, wenn eben in Klassen da mal was passiert, irgendwelche Informationen missbraucht werden, lernen die ja auch draus, nicht mehr alles ins Netz zu stellen. Also wir sind, glaube ich, mit diesen neuen Techniken am Anfang natürlich umgegangen, boah, was ist das? Und ausprobieren und sehr viele Möglichkeiten. Irgendwann sind dann auch sehr viele Anwendungen ja wieder entfallen. Immer Second Life, gibt es das noch? Also die ganzen Menschen, die da angefangen haben, Promotionen drüber zu schreiben, über Avatare in Second Life, und das, ich mache das selber nicht, aber es soll weitgehend tot sein, ja. Das heißt, wir fangen bestimmte Dinge an, prüfen dann, ist das was für uns, können wir das gebrauchen, und dann fallen ja auch sehr viele dieser Anwendungen wieder weg. Also Menschen machen sich generell Medien zu eigen, und bislang ist kein Medium, das irgendwo mal erfunden worden ist, wird so genutzt, wie es bei der Erfindung angedacht war. Auch beim Telefon hat man mal gedacht, damit könnte man ja auch Opern übertragen.
hat sich auch nicht durchgesetzt, sondern ist ein Medium der Individualkommunikation geworden. Und so eignen sich Gesellschaften solche Medien an. Ich würde es auch nicht sagen, es ist krisenhaft, sondern es sind einfach Momente des Übergangs, in dem leben wir. Wir haben heute über digitale Revolution gesprochen und Sie haben tausende dieser Flyer dazu gedruckt, also auf Print, ganz old school. Aber genau das ist die Zeit, in der wir leben, dass wir eben sowohl das Neue als auch das Alte haben. Gleiche Frage. Ja, ich versuche mal ganz kurz mich zu fassen im Schlusswort. Also ich glaube auch, auf jeden Fall, wie Herr Dorn gesagt, es ist eine Übergangssituation und ich glaube auch, wenn man sozusagen auf die jüngeren Leute schaut, die einfach den Moment gar nicht mehr kennen, sich mit dem Internet zu verbinden, das finde ich immer sehr bezeichnend einfach. Also als es bei mir anfing, da war es noch so, man musste dann also auf Verbinden klicken und auch darauf achten, dass das nicht zu lange ist und so, weil das kostet dann alles Geld und wird Minuten immer abgerechnet, ist komplett vorbei diese Zeit. Man ist auch mit dem kleinen Gerät ständig online, das heißt, da hat dieser Übergang eigentlich schon stattgefunden und ich glaube, die ja, man ist aber immer noch dabei, auf jeden Fall sich das anzueignen und tatsächlich, da gibt es auch sozusagen ja, schwierigere Zeiten und im letzten Jahr habe ich mich eigentlich ziemlich schlecht gefühlt, als Edward Snowden mit den Enthüllungen kam, auch wenn alle sagen, wussten wir auch schon vorher, dass wir überwacht wurden. Ich fand es trotzdem krass zu sehen, wie weit diese Überwachung geht und habe da tatsächlich viele Sachen überdacht, wie ich mich so verhalte im Netz. Von daher, das war schon wie so eine kleine Katastrophe, und aber die große Katastrophe ist auch ausgeblieben, und die große Krise, der große Aufschrei nach diesen Enthüllungen. Und ich glaube, man muss es nicht so negativ sehen. Ich glaube, da liegen einfach ganz viele Möglichkeiten, und wenn man auch die Probleme, die entstehen, einfach mal von der Warte aus anguckt, was man alles anders und neu machen kann, dann glaube ich, liegen eigentlich, also jetzt keine rosigen Zeiten, aber es sind einfach viele Möglichkeiten da, die wir nutzen sollen. Also eher, ich würde es eher positiv sehen und nicht so Katastrophen und Krisen machen. Gut, also trotz der krassen Geschwindigkeit sind wir irgendwie, integrieren wir das alles und scheinen dann Ihrer Meinung nach in Zeit zu kommen. Gut, das gibt anders Hoffnung. Bitte auch jetzt am Schluss niemanden ins Gesicht lasern. Ich erinnere mich sogar noch an diesen Moment, den Sie gerade sagten, die Einwahl jetzt letztlich mit dem Netz zu verbinden, da gab es das Geräusch vom Modem dazu. So, wie es ist auszusteigen, das erzählt uns noch ganz kurz Bruce Sterling, der Science-Fiction-Autor. You know, I joined Facebook pretty early. I didn't really find it that useful to me, but I was very interested in the way it worked and how other people deployed it. And I was not surprised to see it try to monetize itself and become more and more sclerotic, spam-filled, and intrusive. So, you know, it really is like smoking cigarettes. When I said that quitting Facebook was like quitting cigarettes, it had exactly the same sense of relief. I mean, when you're first smoking cigarettes, it's like, feels really cool and great. But if you smoke cigarettes for a long time, you start getting like this nagging cough. And you like wake up in the morning with a sort of lungs full of fluid. And like your fingers are continually soiled. And there's like a reek of ash everywhere you go. Okay, that's what Facebook's design is like. Go on to early Facebook, it's like, okay, wow, my friends are here. Wow, the cool kids are here. And then it sort of gets more and more clotted, kind of bad smelling. There's more and more unpleasant experiences. Just, you know, a general air of nastiness. You know, it's like staying in a smoke-filled bar until about 4 a.m. You know, and then when you actually leave the smoke-filled bar and go out, you realize, why did I go? You know, like, what am I doing in there? Do I have to go into the same bar again and again? It's getting sleazier and sleazier. They never clean it up. You know, they never let go of you. So, I think many people would be surprised by how liberating it is not to have a Facebook account. Immer wieder schön, Bruce Sterling. Da bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und Ihr Mittun und auch für meine Gästen. Ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.